Du suchst ein Licht, das du damit fotografieren und filmen kannst. Mein Name ist Matthias Blattmann und ich gebe dir Tipps und Tricks rund ums Thema Fotografie und für dein eigenes Business. Falls du auf der Suche bist nach einem Licht, das handlich klein ist und Preis-Leistung stimmt, kann ich dir da heute einen Tipp geben. Die Lichter, die ich dir heute empfehle, sind von Aperture. Sagen wir das so, Aperture ist eine Marke, die wirklich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ich habe mir zwei verschiedene Lichter von denen geleistet. Einmal das kleine Licht, das schon extrem viel kann. Es ist vom Gewicht her ein bisschen schwerer als sonst so die kleinen Lichtchen. Aber der Vorteil an dem Licht ist, du kannst es hier oben noch auf Dimmen einstellen. Und dann kannst du es dunkler machen und heller. Und du kannst sogar einen Superboost machen, dass du für eine gewisse Zeit nachher eine volle Leistung hast. Ich benutze das kleine Licht amig, wenn ich irgendwo einen Lichtreflex rein tue, zum Beispiel bei einer Produktfotografie. Ich kann dann mit dem Blitz fotografieren, kann nachher die Wärme bei dem kleinen Licht ebenfalls einstellen, dass ich den gleichen habe, wie ich bei dem Blitz habe. Und anstatt dann jedes Mal die Blitze ein bisschen verstellen, ein bisschen dort, ein bisschen da, kann ich nachher mit dem Licht das Ganze anstellen, und das nachher positionieren und komme nachher zum Beispiel einen Kontrast über an einer Ecke oder an einem Ort, wo ich das will. Für Porträtfotografie werde ich das auch öfter, vielleicht jetzt mal in Zukunft benutzen. Bin aber noch nicht so weit, habe es bis jetzt noch nie ausprobiert. Es ist sicher interessant. Ihr seht, es ist sehr grell. Aber mit dem Filter ist es sehr fein, dass du vielleicht irgendwo beim Gesicht ein Konturenlicht könntest anbringen oder ein Kinn bisschen aufhellen, dass du vielleicht verzichten kannst sogar auf einen Reflektor, wenn du das benutzen oder richtig positionieren. Ich tue mich bei den meisten Videos mit dem Licht beleuchten. Das Ding ist das grössere Modell von diesen beiden. Vom Gewicht her ist das Grundlicht fast gleich schwer wie das andere kleine. Wenn du nachher einen grossen Akku rein tust, wie ich den zum Beispiel habe, macht das nachher das Licht schwerer. Der Vorteil ist aber, dass du extrem flexibel bist und auch da du kannst Kontrast in dein Motiv reinbringen, egal ob du Produkte fotografierst, dich selber filmen oder etwas anderes filmen. Du siehst, die Lichtausbeute von dem Licht ist extrem viel heller. Und auch da kannst du wieder im hinteren Bereich. Du kannst nachher das Licht hinten dran anfangen dimmen. Du siehst bei mir hier hinten an der Wand, wie das hell wird. Frage vom Video: Welches Licht kannst du anderen empfehlen zum Filmen oder Fotografieren? Schreib es doch bitte in die Kommentarfunktion unten rein. Ich bin mir sicher, du kannst auch ganz vielen anderen weiterhelfen mit deiner Info. Wir sind jetzt auf 100%. Und gehen jetzt runter auf 0. Was du auch noch kannst machen mit dem Licht, ist die Wärme verstellen. Wir sind jetzt auf ganz warmem Licht. Wir gehen auf ganz kühles Licht. Es ist sicher gut, dass du das deiner Stimmung, Umgebung, deinem Fotoobjekt kannst anpassen. Was ich besonders cool finde an diesen Lichtern, die werden immer schon mit einem Füßchen geliefert. Das vereinfacht dir nachher, wenn du das Licht positionieren musst. Dann kannst du nachher in alle Richtungen das Ganze drehen, je nach Objekt, das du hast. Und zusätzlich kommst du
die Taschen gerade direkt mit über. Das ist praktisch, wenn du es nachher transportieren willst oder schnell mitnehmen. Dann kannst du das hier rein versorgen. Du hast nachher dein Ladekabel, du hast dein Füßchen, du hast dein Licht, alles an einem Ort. Und einfach mittransportieren. Das gleiche mit dem grossen Licht, eine schön polsterige Tasche, genug Platz für das Zubehör. Und auch hier wieder zum Anhängen am Rucksack oder zum Mittragen. Es würde mich freuen, wenn ich dir mit dem Video weiterhelfen konnte, besser filmen und fotografieren mit Licht. Es würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Drück doch bitte die Glocke, dann wirst du jedes Mal informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich freue mich, dich das nächste Mal wieder zu sehen. Tschüss. Thank you.